Mein Name ist Michael Will, ich bin der Pressesprecher des BRK-Kreisverbandes Haßberge. Michael, wo stehen wir denn hier? Zu was sind die Einsatzkräfte heute alarmiert worden? Wir sind hier auf der Maintalautobahn A70 im Landkreis Haßberge. Zwischen den Anschlussstellen Knetzgau und Heeres ist es heute Abend gegen 19.15 Uhr hier zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war es wohl so, dass ein Kleintransporter hier auf dem Seitenstreifen stand. Offensichtlich hatte er eine Panne und ein nachfolgender LKW ist auf ihn mehr oder weniger ungebremst aufgefahren. Es war dann so, dass die beiden Fahrzeuge so ca. 80 bis 90 Meter auf der Autobahn entlang geschlittert sind oder auf dem Seitenstreifen und wurden dann nach rechts von der Autobahn katapultiert über eine Leitplanke, eine ca. 5 Meter tiefe Böschung hinunter, und da liegen jetzt beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Naja, wenn man die beiden Fahrzeuge hier hinter uns sieht, kann man tatsächlich von Glück reden, dass nicht mehr passiert ist. Die beiden Fahrer sind zwar, waren jeweils allein in ihren Fahrzeugen mittelschwer verletzt und wurden auch in Kliniken nach Schweinfurt und Bamberg gebracht, nach einer Erstversorgung von Rettungsdienst und Notarzt. Aber zumindest sind sie nach jetzigen Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt. Wenn man die beiden Führerhäuser sich anguckt, muss man tatsächlich, na, ich will es fast gar nicht sagen, aber ich bemühe dieses Wort doch, von einem Wunder eigentlich reden, dass hier nicht mehr passiert ist. Wie schauen jetzt seitens des Rettungsdienstes noch die weiteren Maßnahmen hier aus? Also Rettungsdienst ist aktuell der Einsatz abgeschlossen. Wir haben jetzt kurz vor 9:30 Uhr am Abend. Wie gesagt, die beiden Fahrer sind nach der Erstversorgung mit zwei Rettungswagen und der Notarztbegleitung in Kliniken bekommen. Wir hatten hier einen Einsatzleiter Rettungsdienst noch vor Ort. Kollegen von der Feuerwehr sind hier aus Sand und Knetzgau. Da auch die First Responder der Feuerwehr Sand, die waren ersteintreffend. Die haben mit der Versorgung der Verletzten begonnen, bis dann der Rettungsdienst da war. Also rettungsdienstlicher Seite ist das jetzt alles abgeschlossen. Für die Kollegen der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerkes aus Haßfurt hier wird der Einsatz sicherlich noch länger dauern. Es wird mit Sicherheit damit gerechnet, dass es weit nach Mitternacht wird, bis die beiden Fahrzeuge hier entsprechend geborgen werden. Ein Abschleppunternehmen ist momentan auf der Anfahrt.